Auf die Frage von Malkaf zurück. An sich, ich finde es eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja meine Probleme mit Zielen am Controller, genaues Zielen besser gesagt, und das erfordert Horizon sehr mal gern auf der PlayStation, weswegen ich es da nicht viel gespielt habe. Ich schau mal kurz mal, ob das alles trotzdem passt. Ja, sieht eigentlich gut aus. Ja, passt. Und das funktioniert am PC eigentlich wunderbar. Das funktioniert sogar richtig, richtig, richtig schön. Und allgemeine Steuerung ist auch ganz gut. Also ich spiele das hier gerne am PC, sage ich ganz ehrlich. Und 60 FPS, viel geiler als 30 FPS. Und die gehen eigentlich selten runter für mich. Und das ist das Schöne. So, das sammle ich noch wen ein. So, aber ich muss trotzdem mal schauen. Quest, was wollte ich machen? Ich wollte ja Zuflucht. Stimmt, ich habe hier ganz viel Zeug, das ich noch machen kann. Die Rache der Nora, von Thorn. Super, super viele Quests. Weiß ich noch, weil... Das weiß ich von letzten Mal noch. Weil da bin ich reingegangen, dachte so, okay, gut, schließt eine Quest ab, ist dann Schluss. Max dann Schluss und dann gab es 3, 4, 5 Quests da drin noch. Und ich so, hey, ich will es euch alle machen. Auf jeden Fall. Aber nicht heute. Oh, naja, heute ist halt der Tag, an dem ich die mache. Ja. So, nehmen wir mal. Also. Ich sag's mal so, Malkaf. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du hier das originale Horizon, also auf der PlayStation, kennst. Wie weit ich da gehen kann, ansonsten... Ach ja, mein gepacktes Teil. Es darf zwar nicht rein, aber ich mag es trotzdem. Ansonsten beschränke ich mich halt auf den PC-Port, was da Gutes dran ist. Pro? Es ist alles dabei. Alle DLCs, also größtenteils alle. So. Reden wir mal mit dir. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Mutters Mutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. So, dann der noch... Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Ah. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Ja, Sonnen weiß ja, was das ist. Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Ja, trifft ihr auf uns zu. Vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Okay, beginne die Jagdprüfung. Ja, da haben wir ja schon welche gemacht. Da haben wir, glaube ich, richtige Sonnen und so weiter geholt schon. Ach, da wäre auch ein Lagerfeuer drin. Wieso habe ich das letzte Mal nicht gesehen, ich Depp? So. Ansonsten blind. Ja, ich bin jetzt auch relativ am Anfang noch, weil das Tutorial war ja hier drin. Und ich bin jetzt halt ein bisschen drüber hinaus, weil wenn man die ganze Map anschaut, ja, da ist noch wem, was ich erkunden kann. Ich weiß nicht mehr, ob es die einzigste Map ist. Also ich würde sagen,
10, 15% hätte ich gesagt. Maximal habe ich gemacht. Also ich bin auch relativ am Anfang. Ich hoffe, du kaufst. Na gut, Fällt dir was davon? Natürlich. Schauen wir mal, Kriegs... Räuberfalle, Seilwerfer. Nimm das, um mir... Archer-Zeug holen. Schattenschleuder. Sehr selten. 650 verlangt er dafür. Tja, ich muss los. Danke. Wäre schön. Ja. Wie gesagt, ansonsten... Der funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Man merkt halt ab und zu mal noch, dass es von der Konsole stammt. Aber im Großen und Ganzen super PC-Port. So, ich habe hier alles angenommen eigentlich. Ja, Glück zu Flucht. Würde ich mal sagen. Sammle vier Eber heute und finde den Ring. Machen wir das mal. Ach, hast gerade die Meldung bekommen. Okay, dann. Ja, wahrscheinlich, weil ich das Spiel geändert habe, schickt es nochmal Mitteilung raus. So. Gott, wo finde ich überall jetzt hier diese blöden Lagerfeuer? Das ist ja echt überall. Wieso habe ich das letzte Mal nicht gesehen? Es gab so viele schönere Wege, die ich hätte nehmen können. Gott, ich fühle mich manchmal echt dumm. Das brauche ich vielleicht noch. So. Nehme ich mal das Zeug mit. Das hält sich. Ist. Ah, da kann ich hier rüber. Leuchtfeuer indirekt. Du kannst halt da speichern und. Ja. Wieder reinladen. Und reisen dahin. Also, Leuchtfeuer wäre nicht abwegig. Der Times Ring. Okay. Ich kann diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss herausfinden, wie das geht. Und weg da. Keine Munition mehr. Wie keine Munition. Oh nein, der ist nicht tot. Stimmt, mit Steuerung kam ich hier weg. So. Yay, Maschinenkill. So, einmal durchsuchen. Also, an Lagerfeuern gibt es hier wirklich viel in der Welt. Was schon zu viel. Etwas Vorrat. Also wenn man es mit Dark Souls vergleicht, halt wirklich viel. Aber das hier zum Beispiel, Horizon Zero Dawn ist die Art von Spiel, die ich gern mal spiele, um zu entspannen. Dark Souls ist wirklich Stress dagegen. So. Kann ich das Ding nutzen? Die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Nicht markiert. Born starb es wohl. Etwas steckt ihm im Hals. Ja, das ist Times Ring. Und vor allem, ich finde die Welt wunderschön. Die ist ein schönes Symbiose. Wow. Okay, Sägezahn nehme ich an. Bei dem muss ich aufpassen. Aus. Du kannst sie echt cool erkunden und bitte trotzdem vorsichtig sein. Sie bietet dir echt viel. Oh Gott, aufpassen. Aber du kannst auch sehr viel mit denen machen.
ich schau mal kurz. Okay, 4 Ebers. Sammeln wir mal Eber heute. Oh, da waren zwei drin? Okay, cool, 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 cool. Das ist schön. Oh Gott, dich kenne ich da drüben, glaube ich, gar nicht. Was sind das für Viecher? Maschinen. Dann haben wir die. Oh Gott, den will ich gerade nicht zu nahe kommen. Ja, da kann ich hier vielleicht noch machen. Und hier müsste ich hier runter. Ja. Okay, nehme ich ein Schnellreisepaket. Im Großen und Ganzen, ja, die Welt ist voller futuristischer Maschinen, die Menschen angreifen. Ich weiß zwar selber jetzt noch nicht storymäßig genau, wieso. Es ist halt so nach dem Motto, für die Leute hier war es immer schon da. Aber mal schauen, ich denk mir, es wird im Spiel aufgeklärt. So, weshalb, warum. Wie gesagt, ich bin da auch noch ziemlich am Anfang von der Story. Ich habe zwar mal auf der PlayStation angefangen, aber das war nur das Intro. Und darüber bin ich schon hier im Stream weit darüber hinaus. Okay. Gab's einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Na, zerstörte, verdorbene Wächter. Die Maschinensporen führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschensporen. That's bad. Weil das Schöne ist, ich habe ja so einen Fokus. Ich weiß, kann ich es so kurz sehen? Das ist bei ihr so am Ohr gerade. Ich glaube, es ist gerade blöd, weil ich auch da bin, oder? Ich sehe gerade nicht das Live-Bild von OBS. Ah. Und dann, den kann ich aktivieren. Das ist dann so ein Feld, wo ich Dinge scannen kann, erkunden kann oder Spuren machen kann. Pflanze. Ja. Du wirst mir sicher helfen. Ja, man kann als Holoscanner nehmen. Das ist eigentlich ganz nützlich, das Teil. Und mal schauen. Weil da haben wir ja noch im Verlauf des Prologs am Anfang noch andere gesehen, die auch so einen Teil hatten, aber so Steine sind es. Aber die uns totziehen wollten, aus irgendeinem Grund. Oh, not good. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Erledige Sägezähne. Ja, super geil. Diese Maschine nicht überbrücken. Wenn ich doch mehr darüber erfahren könnte. So, ach, genauso wie es. Wieso ich. Wieso ich zum Beispiel gern alles einsammeln? Verdammt. Damn it!
Also im Moment bin ich Punching Ball hier. So. Renn weg, Maschine. So. Sprengdraht, Schockdraht, Spreng. So, komm nur her. Was? Wie bist du durchgekommen? Ja, jetzt klappt's. Ja, einer weg. Doch keine Munition. So. Aha. Ja, wir können wieder raus. So. Komm. Was ist das hier? Kann ich das aufnehmen? Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Gut, sind aber die zwei Sägezähne weg. Also im Kampf, wie du gemerkt hast, setze ich sehr auf Fallen. Oder muss man sehr auf Fallen setzen. Vor allem die, die man vorrätig hat und nicht vergessen hat, wieder zu bauen. Haha. Wink, wink. Wollte ich mir machen. Kann ich das da vielleicht nehmen? Ah, erster Verfassungszusatz und das Virtuelle. Ah, das sind Textdatenpunkte in der Welt. Okay. Gut, dann gehe ich das Thema später nochmal an. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. So. Gut. So, wenn sie meinen... Gut, 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 gut. So, dann haben wir das auch erledigt wieder. Teufelsdurst. So, genau, Jagdgebiete. Da haben wir ja auch noch eins. Ah, das sollte ich mal machen. Aufträge hier habe ich erledigt. Für die Loge habe ich auch erledigt. Gut, würde ich sagen, gehe ich wieder zurück erstmal. Ah ja, da bist du ja. Dich will ich auch plündern. Das einzige
Auch noch interessante, wo, man nenne das einzig, aber auch noch interessant ist halt, Metallscherben, die du findest, ist ja die Währung in diesem Spiel. Aber du musst, die brauchst du auch zum Herstellen. Und Sachen. Weil das passiert mir zum Beispiel gerne. Ich verwende all meine, all meine Metallscherben, um mein Zeug herzustellen. Und hab dann kaum mehr was, um was einzukaufen oder so. Kann dann zwar Stuff und... Ah ja, genau, das kann ich scannen. Jeff Andreas. Maschinen. Oh, da habe ich ganz viel zu suchen. Ist halt auf jeden Fall mehr lustig. Du kannst auch, während du rumläufst, Sachen herstellen. Der ist zum Beispiel friedlich, da habe ich Glück. Okay, da fehlt mir wieder Draht. Okay, Draht. Eine Draht ist zum Beispiel wieder etwas, das gibt es viel. Auch wichtig, das kennst du wahrscheinlich auch schon, Malkov. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Wenn du dich halten willst, die Leiste kannst du stacken. Sodass du mehrere grüne Leisten halten kannst und mit cool heilst du dich halt dann hoch. Was eigentlich ganz cool ist so vom Prinzip her. Quest aktivieren, die Rache der Nora. Bin ich hier in der Nähe? Oh, ich bin völlig auf dem falschen Fuß. Aber ich könnte da in der Nähe hingehen. Altreffjagdgebiet, Brutstätte Sigma. Kann ich das eigentlich noch herstellen? Okay. Oh, da habe ich auf jeden Fall wieder. Okay, dann tue ich doch mal schnell reißen. Gut. Haben wir die zwei Nebenquests erledigt? Yay! Das ist das Ende der Nora. Vielleicht sogar der ganzen Welt. Urmutter, vergib uns. Halte uns. Manches ist für uns nicht greifbar. Ich werde es mir merken. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Butterkrone wollte ich. Ja. Ach doch, da hier. Ich war selbst. Ah, hier, da bist du. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. So, haben wir auf jeden Fall das abgeschlossen. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Die könnte ich eigentlich jetzt auch mal öffnen. Jagdglück. Dicht an all das Blut. Nächstes Mal folge ich den Regeln. Du gehörst zu den Hoch. Tu deine Pflicht und bitte darum, dass du. So. Auf jeden Fall ganz gut, ganz gut. Willkommen zurück. Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals.